Hi Leute, Jigsaw hier. Habt ihr Probleme, euch mit dem mobilen Internet auf eurem iPhone zu verbinden? In diesem Video zeige ich euch ein paar einfache Tricks, die ihr versuchen könnt, damit euer mobiles Internet wieder funktioniert. Los geht's! Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb die mobilen Daten nicht funktionieren können. Aber keine Sorge, meistens sind die einfach zu beheben. Stellt zunächst sicher, dass ihr euch in einer Umgebung mit gutem Netz befindet. In der oberen Leiste eures iPhones müsstet ihr angezeigt bekommen, wie viel Empfang euer iPhone hat. Deutschland ist ja nicht gerade dafür bekannt, gutes mobiles Internet zu haben. Gerade in ländlichen Regionen oder zum Beispiel auf Festivals habt ihr oftmals kein Internet. Prüft als nächstes den Flugmodus. Der muss natürlich ausgeschaltet sein. Und die mobilen Daten müssen eingeschaltet sein. Oft hilft es, den Flugmodus kurz ein- und dann wieder auszuschalten. Dadurch verbindet sich das iPhone erneut mit dem Internet. Wenn ihr außerhalb Deutschlands keine Verbindung haben solltet, habt ihr wahrscheinlich Datenroaming deaktiviert. Um das zu aktivieren, geht in die Einstellungen, klickt auf Mobilfunk und dann auf Datenoption. Hier sollte Datenroaming eingeschaltet sein. So könnt ihr dann auch im Ausland Internet benutzen. Innerhalb der EU ist das mittlerweile auch in Flats mit inbegriffen und somit kostenlos. Bei kleineren Problemen auf dem iPhone kann es helfen, einen Neustart zu erzwingen. Die Tastenkombination, um das zu machen, ist je nach iPhone-Modell ein wenig anders. Bei den iPhone-Modellen mit Face ID, also ab dem iPhone X und auch dem iPhone 8, drückt kurz auf die Lauter-Taste, danach die Leiser-Taste und haltet dann die Seitentaste gedrückt, bis das Apple-Logo einmal kurz erscheint. Dann könnt ihr die Tasten loslassen und das iPhone sollte auch schon neu starten. Bei dem iPhone 7 haltet die Leiser-Taste und die Seitentaste gedrückt, bis auch hier das Apple-Logo einmal kurz erscheint. Bei einem iPhone 6s oder früher drückt die Seitentaste zusammen mit dem Home-Button. Wenn die SIM-Karte nicht richtig gelesen werden kann, wird es dazu führen, dass ihr keinen Empfang habt. Dann kann es helfen, die SIM-Karte einmal zu entfernen und danach wieder einzusetzen. Nehmt dazu entweder eine Büroklammer oder das mitgelieferte Werkzeug von Apple und öffnet den SIM-Kartenhalter. Schaut bei der SIM-Karte, ob ihr irgendwelche Verschmutzungen oder Defekte seht und wenn das nicht der Fall sein sollte, steckt sie wieder zurück in das iPhone. Bei irgendwelchen Schäden kontaktiert euren Internetanbieter und fragt nach einer neuen SIM-Karte. Ein anderer Grund könnten nicht aktualisierte Einstellungen des Netzbetreibers sein. Um nach eventuellen Updates zu suchen, öffnet die Einstellungen, klickt auf Allgemein und wählt dann oben Info aus. Wartet hier kurz und wenn ihr hier ein Pop-up sehen solltet, in dem irgendwas steht, von wegen, dass ihr etwas aktualisieren könnt, dann drückt da drauf. Noch ein Tipp, versucht die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Geht dazu in die Einstellungen eures iPhones und klickt dann auf Allgemein. Scrollt runter bis zu iPhone übertragen bzw. zurücksetzen und tippt dann auf Zurücksetzen. Bei den Optionen wählt Netzwerkeinstellungen und zur Bestätigung müsst ihr dann noch das iPhone-Passwort eingeben. Danach werden alle eure WLAN-Passwörter, VPN-Einstellungen, aber auch die Einstellungen der mobilen Daten auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die WLAN-Passwörter müsst ihr dann also nachher neu eingeben. Persönliche Daten wie Fotos, Kontakte oder irgendwelche anderen Dateien werden selbstverständlich nicht gelöscht. Wenn auch das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen nicht geholfen hat, dann solltet ihr bei eurem Netzanbieter um Hilfe fragen. Höchstwahrscheinlich ist es dann kein Softwareproblem eures iPhones, sondern mehr ein Problem mit der SIM-Karte. Euer Netzanbieter kann euch dann aber weiterhelfen. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!